Es ist soweit. Wir starten jetzt in die Zeit der Bundesliga-Saison am ersten Spieltag gegen den VfL Bochum. So, wir machen uns schön wieder mit Messi mal. Hoppeldi top. Mann. So. Los geht's. Herzlich willkommen im Fritz-Walter-Stadion zum zweiten Spieltag der zweiten, zum ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. SFC Kaiserslautern gegen VfL Bochum. Und hier ist die Aufstellung vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor mit Nummer 1 Tobias Sippel, 2 Jan Simonek, 3 Leon Jessen, 4 Ariel Borisiuk, 6 Matthias Abel, 8 Muamato Idrissou, 9 Alexander Baumjuran, 10 Albert Bunyaku, 21 Pierre de Wit, 23 Florian Dick und 39 Hendrik Zuck, der VfL Bochum. Im Tor mit Nummer 1 Andreas Lute, 4 Marcel Maltritz, 5 Christoph Dabrowski, 6 Lukas Sinkewitz, 11 Zlatko Dedic, 12 Michael Ortega, 13 Marc Retschakowski, 17 Florian Brückmann, 22 Mirkan Aydin, 23 Christoph Kramer und 24 Carsten Rotenbach. Die SFC Kaiserslautern spielt im 4-2-3-1 und der VfL Bochum 4-1-2-1-2. Und Anpfiff in die Zeit der Bundesliga! Auf eine schöne Spielzeit! Testspiele waren vorgestern. Doch jetzt läuft. Jetzt geht es um Punkte! Jetzt gibt's Saures hier, Bochum. Hoffentlich. So, Bochum macht im Moment das Spiel mit Aydin. Wird aber schön abgedrängt. Foul. Und Aydin macht den Freistoß schnell. Zu Kramer. Und wir sehen, die Hertha BSC Berlin geht gegen VfR Aalen mit 1:0 in Führung. Wahrscheinlich ein Mitkonkurrent um den Aufstieg. Brückmann läuft über links, zieht zum Sprint an. Kann nur ins Aus gedrängt werden. Einwurf Bochum. Er wirft ihn zu Retschowski, der zurück zu Brückmann. Weiter zu Aydin. Und wieder Brückmann. So. Jetzt machen wir das Spiel schnell über Zug. Bunyaku. Komm mit! Jawohl! Und jetzt zocken! Idrissou und Tor! 15 der Spielminute! Und der FCK geht in Führung durch 8 Muamado Idrissou! Und das richtig schön gemacht! Schöne Kombinationen! So gefällt mir das. Jetzt schön mal so konzentriert weiterspielen, Jungs. Baumjuran holt hier den Ball. Aber da kommt Dick zu Hilfe. Baumjuran kommt über rechts. Idrissou. In die Spitze zu Bunyaku. Halb hoch gespielt. Doch der war schlecht. Zu Kolinic. Und Bunyaku hat auf dem Schlappen und Pfosten! Ha! Geil! So kann es weitergehen. Stark, es gibt Freistoß, weil ich den so weggeschoben habe. Und zuck! Oh! Der ist gut, der Lute. Ich muss euch was gestehen. Nachdem ich
die Aufnahme zum dritten Testspiel gegen Lazio Rom beendet habe, habe ich vergessen zu speichern. Es hat ja nach dem Spiel Lazio Rom automatisch gespeichert. Also musste ich die Woche nochmal neu laufen lassen. Und in der Zeit habe ich der Michanski verkauft und der Orban, glaube ich, verliehen. So. Und ich habe jetzt Kirai, wie geplant, Angebot kennen. Und er hat jetzt in dem, wo ich jetzt wieder laufen lassen musste, der Kalender, hat jetzt der Verein dem Transfer zugestimmt. Und dem haben wir jetzt Angebot gemacht. Pause. Tor! 36 Spielminuten! Mein System greift! Oh, 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 da dachte ich, es gibt's blaue Eier! Noch vor Ostern! Springt ja über die Eckfahne mit dem Saldo. Das hätte auch schief gehen können. Ja, genau, aufpassen. Also, Verein, 60 Münzen hat zugestimmt im Transfer. Jetzt müssen wir nur noch auf die Antwort von Kirai warten. Jetzt sind wir hier im Hier und Jetzt in der 40. Minute gegen Bochum. Am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Raczkowski zu Dedic. Oh, gut gemacht, Florian Dick. Zuck. Jawohl, schön gemacht. Und Boniaco zum zweiten! Scheitert an Torwart Lute, der exakt richtig steht. Es wird eine Minute nachgespielt. Die roten Teufel von Betzenberg führen 2:0. Und jetzt bauen wir mit einer Flanke. Schöner Flugkörper. Aber das ist geil. Ich denke, jetzt ist Halbzeit. Ja, so ist es auch. Wir führen zur Pause mit 2:0 gegen den VfL Bochum. Es wird aber mit kleinem F geschrieben. VfL. Naja. Was? Samstag 4 Zweitligaspiele? Da gibt's doch nur 2. Außer also, wenn Pokal in der Woche ist und spielt noch Zweitligist mit. Dann ist das doch so. Das sind 3 Freitagsspiele, 3 Zweitligaspiele und 3 Sonntagsspiele. Dafür fällt das Montagsspiel weg. Und normal ist es 3 Freitagsspiele, 2 Samstagsspiele. 3 Sonntagsspiele und ein Montagsspiel der zweiten Bundesliga. Aber hier spielen gleich 4 Mannschaften. Au. Oh. Sehr realistisch. So, 89% meiner Pässe kamen an und von Bochum 82% ist noch ausbaufähig. Boniaco! Und mit einer Hand Lute. Auf! Ah, kommt nicht durch! Matthias Abel! Weiter! Zu! David! Und er sucht die Tormöglichkeit! Bleibt hängen! Jetzt läuft der Konter von Bochum! Dabrowski! Kramer! Oh, schlecht gemacht! Und hier hört man die Fans der Bochumer. VfL! VfL! Wir haben schon 7 Schüsse abgegeben. Bochum noch 0. Wir haben schon immerhin eine Stunde gespielt. Hau die Kacke raus. So, zuck. Boniaco. Baum Johann. Da gibt er weiter auf die Linksaußen zu. Zuck. Und er geht tief nach innen. Und jetzt eine Flanke auf Boniaco, Kopfball! Zu schwach für Lute. Ohne Probleme. Jetzt Dedic. Ich denke, es ist jetzt Wechselzeit.
Oh, Union Berlin führt auswärts 2:0 bei der FSV Frankfurt. Delic, Aydin und Simonek steht gut. Boniaku, Torabschluss! Oh. Komm. So, ist ein ordentlich schnell Wechsel an. Tja, zack, zack, zack. Weiter geht's. Und 1860 München geht 2:1 mit Dynamo Dresden in Führung. Oh, Idrissou, das war schlecht gemacht. So, jetzt folgen die Wechsel. Gleich dreimal geht das Tempo schön hoch. Es kommt der Spieler mit einer 5, Enes Alushi für 9, Alexander Baumjohann. Sieben, Mimoun Asuwak für 8, Muhammadu Idrissou. Und 35, Julian Destroff für 10, Albert Boniaco. Und ja, der BSC Berlin geht mit 2:1 gegen den VfR Aalen in Führung. Dabrowski, hoher Pass auf Delic. Der könnte passen, wenn dieser in der Spitze nicht im Abseits stünde. Und jetzt kann es das laden Asuak, Borisiuk, Borisiuk! Oh, Lude, stark. Oh, es läuft schon die 90. Minute, oder wie? Das heißt, es ist kein Schluss. Und Spielerwechsel beim VfL Bochum. Es kommt der Spieler mit Nummer 10, Alexander Iashvili für 13, Mark Ratschatkowski. Eine Minute wird nachgespielt. Deswegen pfeifen die lauterer Fans. Sie wollen die 3 Punkte haben. Und jetzt haben die. Wir starten mit einem 2:0-Sieg in die zweite Liga-Saison. Damit haben wir einen guten Grundstein für den Aufstieg gesetzt. So, schauen wir uns noch die anderen Ergebnisse an. Augenblick. 1860 München gewinnt 2:1 gegen Dynamo Dresden. Energie Cottbus Braunschweig endet 0:0. FSV Frankfurt Union Berlin endet 2:0. 0:2. Und Hertha BSC Berlin gewinnt 2:1 gegen VfR Aalen. Augenblick. Wenn ich jetzt noch mitgespielt habe, dann ist ja, waren es ja 5 Spiele am Samstag. Wenn es Bundesliga wäre, wäre es okay. Also die Bundesliga definitiv zu viel. Nichtsdestotrotz bin ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, sie sind der Boss. Aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Wie sich das anhört. Sie sind der Boss. Das ist halt meine Elf. Angebot abgelehnt. Ich habe ihr Angebot mit einem Agenten geprüft, aber wir können dem nicht sagen. Und in seinem aktuellen Verein ist er ein Star. Dieser Wechsel passt ihm nicht. Ist der blöd? Warum holt er dann gratis auf dem Transfermarkt? Dein Pech. Bleib halt in der zweiten Liga. Dann wird nichts am Kader geändert. Dann bleibt das so. So, wir lassen noch den Kalender rotieren zum 26. August, wo wir das, den zweiten Spieltag bei der Union Berlin an der alten Försterei bestreiten werden. Oh, die sind Zweiter. Also schönes Duell. Direkt schon zu Beginn. Geil.
So, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, morgen kommt der Bundesliga-Auftakt mit dem FC Bayern. Tschüss.